Jo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Guide-Reihe von mir auf unserem netten Kanal Slam Gaming. Magic Arena basiert, wie schon erwähnt, auf dem gleichnamigen Kartenspiel Magic the Gathering. Wenn man zum ersten Mal Magic Arena sich kostenlos downloadet und startet, kommt man in ein kleines, aber feines Tutorial rein. In diesem kleinen, aber feinen Tutorial. Wir haben hier eine kleine blaue Kugel. Ich würde sagen Fee oder was das auch darstellen soll, die auf Deutsch oder auf Englisch uns Anweisungen gibt, was man in dem Tutorial machen kann. Also es ist wirklich leichtes Tutorial, leicht zu erlernen. Magic basiert darauf, dass man halt Länder spielt. Mit diesen Ländern kann man dann Kreaturen, spontan Zauberhexerei verschiedenster Art halt wirken. Aber man kann halt nur ein Land im Normalfall nur ein Land pro Zug spielen, was mir jetzt auch mache wäre. Die Anweisung ist klar, wir spielen noch ein Land, ist auch logisch, weil jetzt können wir durch zwei Länder, wie hier angezeigt, diese Kreatur auch spielen. Wenn mir was beschwören, werden die Länder, die man dazu brauche, sogenannt getappt. Das war das, was man eben gesehen hat, indem sie so quer waren. Und am Anfang jedes Zuges gehen diese Länder wieder enttappt, dass man sie halt nochmal spielen kann. Also nochmal benutzen kann. Es ist wichtig, immer ein Land zu spielen, wenn man eins auf der Hand hat, weil man braucht jede Menge Länder im Laufe des Spiels. Eine frisch beschwörte Kreatur hat Einsatzverzögerung, sprich sie kann im ersten Zug, wo sie beschworen wird, nicht angreifen, es sei denn im Text steht etwas wie Eile. Kreaturen, die Eile haben, können direkt angreifen. Die erste Kreatur haben wir im letzten Zug gespielt, daher kann sie in diesem Zug angreifen. Sie greift mit zwei Stärkepunkten an, hat zwei Defensivpunkte, Stärkepunkte sind vorne. Defensivpunkte hinten. Beim Angriff wird die Kreatur auch getappt, es sei denn, es steht was wie Wachsamkeit dabei. Wachsamkeit verhindert, dass die Kreatur getappt wird und daher nicht mehr einsatzbereit ist für eventuell zu blocken. Kreaturen kann man mit Verzauberungen verstärken, wie in dem Fall jetzt. Ich kann meine Kreatur auch verstärken. Mit Verzauberungen kann man auch gegnerische Kreaturen ausschalten. Jo, und damit haben wir das Tutorial bei Magic Arena 8 durchgespielt. Es geht zwar nicht so tief in die Komplexität des gesamten Games rein, aber für Neulinge ist es ansprechend und passend. Man lernt auf jeden Fall die ersten Schritte in Magic. Natürlich gibt es da noch vieles, vieles mehr. Allerdings für Einsteiger in das Spiel finde ich das Tutorial sehr passend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat auch dem einen oder anderen vielleicht ein klein bisschen geholfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin Super Slate, euer freundlicher, saarländischer Let's Player von Never An. Tüdelü!